Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und sie berechnen die Horoskopen anders. Es ist eine sehr präzise Berechnung, aber anders als in westlichen Astrologie. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich bewegen, anderes ist als im westlichen Horoskopen. Liebe Naraisa, ich grüße dich. Das ist dein Geburtshoroskop-Analyse Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten die einzelnen Lebensbereiche. Und jetzt geht es um das Wesentliche, nämlich dein Geburtshoroskop. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Löwe in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Und das ist dein Lagna oder dein Aszendent. Hier ist die Löwe. Und das bedeutet, das war die erste kosmische Energie, die dich begrüßt hat hier im Erdenleben, und das begleitet dich von Geburt bis zu deinem Lebensende. Du bist ein Kind davon. Das beeinflusst dein Aussehen, beeinflusst dein Auftreten, deine Persönlichkeit, und so bist du auch wahrgenommen. Und mit Löwe Aszendent bist du immer überall wahrgenommen, weil die Löwe steht im Mittelpunkt. Das ist dieser Glanz der Löwe. Immerhin herrscht hier die Sonne, und so wie die Sonne im Mittelpunkt unserem Sonnensystem ist, so ist ein Löwe geborenen oder jemand mit Löwen Aszendent. Im zweiten Lebensbereich sind die Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Energetisch hängt das Hand in Hand zusammen. Wenn jemand sagt, ich bin es nicht wert, ich habe das nicht verdient, dann hat auch nicht verdient. Wenn das die Denkmuster ist, dann löst aus, dass es immer weniger Geld hat. Stattdessen sollen wir umdenken und anderes formulieren. Ich bin es wert, ich habe das verdient, ich habe das schon im Besitz. Nicht in Zukunft von, sondern jetzt schon. Außerdem hier sind auch die Wertschätzung. Was ist wertvoll in meinem Leben? Was möchte ich im Besitz nehmen? Und das ist nicht immer die materielle Dinge. Und handelt sich auch um Selbstwertgefühl. Ein gesundes Selbstwertgefühl und Wertschätzung auch anderen gegenüber, aber auch Respektverlangen von anderen, stärkt uns und hilft, die Finanzen zu verbessern. Und hier hast du die Jungfrau. Jungfrau ist sehr bescheiden. Und so gehst du auch mit Geld um. Aber wenn das um deine eigenen Werten geht, natürlich diese Bescheidenheit hilft dabei, dass du nichts übertreibst und kluge Entscheidungen treffen kannst, aber du musst nicht immer im Hintergrund sein. Jungfrau neigt dazu, weil mit Löwe Aszendent kommst du damit gar nicht klar, sondern hier brauchst eine gesunde Mischung. Im dritten Lebensbereich sind die Erinnerungen an die Schulzeit. Wie hast du das wahrgenommen? Wissen aneignen, wie könntest du das auch vermitteln? Wie war der Kontakt zu Geschwistern, anderen Kindern? Warst du überrumpelt oder hast du dich wehren können? Diese Erinnerungen bleiben, und das zieht sich wie roter Faden in unserem Leben. Wenn jemand in Kindheit, Jugend wirklich sich behaupten könnte, tut sich viel leichter später. Aber wenn wir diese Chancen verpasst haben, dann müssen wir das später lernen im Berufsleben. Wie können wir uns behaupten, Konkurrenten
gegenüber. Aber nicht nur diese Thematik ist hier, sondern auch Austausch von Informationen, Lernen, Wissen vermitteln, aneignen, aber auch Medien, gehört auch kleine Reisen, kleinere Veränderungen, vieles Neues entdecken in vertrauter Umgebung und natürlich auch die Verbindung zum Verwandten. Hier hast du die Waage. Und Waage möchte die Gerechtigkeit, möchte auch Harmonie und Frieden. Und du warst immer, das hat dich bewegt damals schon in Kindheit und Jugend. Eher hast du nachgegeben, damit alles harmonisch verläuft, ja, niemand verletzen. Oder wenn da Spannung war mit Geschwistern oder mit anderen Kindern in die Schule, dann hast du das wieder in Ordnung gebracht, weil du hast diese Harmonie gebraucht. Und das ist auch die Gleichgewicht hier, dieses Wissen aneignen, vermitteln, das Schöne im auch. Die Interesse kommt auch noch dazu, Interesse an alles, was schön ist, auch Kunst. In diesem Bereich besteht auch diese Neugier oder Interesse. Jetzt sind wir bei vierten Lebensbereich. Und wenn ich die Runde Format betrachte, dann sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes. Und das vergleiche ich mit einem Baum. Und das heißt, hier haben wir die Wurzel. Die Wurzel des Baumes, das sind die Ahnen, die Traditionen, unserem Herkunft, unserem Zuhause, auch die Basis, die Fundament, weil das gibt Halt in unserem Leben und auf dieser Basis können wir bauen. Und alles, was mit Immobilien was zu tun hat, hier hast du die Skorpion. Die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Und mit Wasserelement haben wir immer mit Gefühlen was zu tun. Und das ist eine Art Transformation hier, was die Skorpion uns belehrt. Und das vergleiche ich mit der Kundalini-Energie. Und das ist Schlangenenergie und davon gibt zwei. Die eine Schlangenenergie zieht alles nach unten, weil das sind negative Gefühle. Und das blockieren uns. Und zu diesen negativen Gefühlen gehört Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Aggression, Eifersucht, Neid, Hass. Es sind negative Gefühle. Neid und Hass ist zerstörerisch. Angst, Zweifel, Schuldgefühl ist nicht zerstörerisch, aber blockiert. Da haben wir eine Art Grauzone. Und diesen Gefühlen kennen wir alle. Wir haben auch alle mal Angst, wir zweifeln auch mal, haben wir auch Wut, manchmal sogar Eifersucht. Ist alles möglich, ist auch alles menschlich. Nur zum Verstehen in dem Moment, wenn wir diesen Gefühlen zulassen, oder da festhalten, sind wir schon bei den negativen Gefühlen. Und das ist die eine Schlangenenergie, was alles blockiert. Und von diesen negativen Gefühlen sollen wir uns befreien. Weil in dem Moment, wenn wir Angst haben oder zweifeln an etwas oder haben wir Schuldgefühl, öffnen wir Pandoras Büchse. Und die trojanische Pferd kann jederzeit reinmarschieren. Das Film Troja, so wundervoll hat das dargestellt, die Emotionen. Das haben sie so toll gemacht, genau das ist es, diese negativen Gefühle. Und davon verabschieden, dann nicht aufhalten und übergehen auf den positiven Gefühlen. Und das sind Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Zärtlichkeit, Hilfsbereitschaft, Fürsorglichkeit und Liebe. Das ist schöpferisch, das ist göttlich, das ist schöpferisch. Das ist die zweite Schlangenenergie und das steigt alles nach oben wie Phönix aus der Asche. Und diese Transformation
zeigt die Skorpion, handelt sich mit unseren Gefühlen. Die fünfte Lebensbereich sind die Kinder, unseren eigenen Kinder, dann auch Enkelkinder, aber auch unserem eigenen Kindheit, diese Erinnerungen oder das innere Kind. Und das sollen wir auch stärken, immer wieder sagen, das hast du toll gemacht, ich bin so stolz auf dich. Solche Sätze stärken uns innerlich. Außerdem, wir können von Kindern vieles lernen, mal beobachten, wie sie spielen. Weil dieses Spielerische brauchen wir immer wieder im Leben, nicht immer bei jeder Lebenssituation, aber manchmal hilft es auch und so kommen wir zum Lebensfreude, was hier auch zeigt, dieses Bild. Und dann können wir etwas kreativ gestalten oder unserem Leben gestalten. Ich vergleiche das mit ein Theater. Unserem Leben ist wirklich wie ein Theater. Und wir spielen in dieser Bühne, was wir ausgewählt haben, aber wir wählen auch die Schauspieler aus, auch die Kostüme, wir dekorieren das, wir schreiben die Drehbuch, wir führen die Regie und wir spielen die Hauptrolle. Und hier hast du die Schütze. Die Schütze gehört zum Feuerelement und das zeigt Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Aber die Schütze, durch auch die Jupiter-Einfluss, vergrößert das, hat natürlich optimistische Haltung, aber immer wieder dieser Gedanke, oh, da muss noch was Besseres da sein. Und von vielen Dingen ist die Begeisterung da und ist die Suche nach etwas Besseres. Und somit verlieren die Schützen die Orientierung. Aber dieser Pfeil gibt die Lösung, weil das zeigt in eine Richtung und das ist die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und energetisch sind da unsere Wünsche. So kann man das vorstellen. Wenn wir nach unseren Wünschen Orientierung, unserem Herzenswunsch, dann haben wir Ziele. Und diese Orientierungslosigkeit hört auf. Die sechste Lebensbereich ist die Alltag, wie man das gestaltet, auch die Arbeit, die Pflichten und auch Gesundheit. Und das hängt auch zusammen, weil wir können nur arbeiten, wenn wir gesund sind. Und hier hast du die Steinbock. In jungen Jahren ist das ganz schön hart, weil hier herrscht Saturn und das schränkt ein, belehrt uns aus. Auch, also harte Arbeit in jungen Jahren. Im zweiten Lebensbereich wird das anderes, dann wirkt Saturn ganz anderes, weil dann kommt die Ernsthaftigkeit und Saturn hilft und unterstützt uns dabei, etwas in Form zu bringen und gibt uns Halt und Sicherheit. Ich erkläre das Saturn-Prinzip, wenn ich beschreibe das astromedizinisch. Saturn herrscht über unserem Knochensystem, über unserem Skelett und das gibt uns Halt. Außerdem, Saturn herrscht über die Haut und Haut bringt alles in Form, also gibt eine Form für unseren Körper und schützt uns von äußeren Einflüssen und dieser Schutz ist auch da, aber grenzt ein. Und daran liegt dieses Saturn-Prinzip und das erlebst du im Bereich Alltag und Arbeit. Wenn du betrachtest dein Aszendent und das bedeutet, in dem Augenblick, wo du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Löwe hier in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang und im selben Moment ist die Zeichen Wassermann in Westhorizont nach unten gestiegen wie ein Sonnenuntergang. Die untere Teile des Horoskopes ist das Unbewusste, das obere ist das Bewusste. Aber in diesem Moment, die Geburt ist noch im Gleichgewicht, genau gegenüber, erblickst du in dem Moment etwas. Und das ist ein Spiegelblick und du siehst deinen Seelenpartner.
Und hier hast du die Wasser. Das heißt, wir sehen das in dem Moment. Und die Kinder bis etwa dritte Lebensjahr haben noch diese Erinnerungen, später nicht mehr. Dann ist wie ein Sonnenuntergang, geht alles nach unten auf die Unbewusste. Aber unsere Seele kennt diese Bilder. Hier hast du die Wassermann und das öffnet den Tor zum Partnerschaft. Wie kannst du das öffnen? Du brauchst die Wassermann-Energie. Und das heißt, hier kommt natürlich die Uranus-Einfluss, einzigartig, außergewöhnlich. Entweder suchst dein Partner, der außergewöhnlich ist und einzigartig, oder begegnest außergewöhnliche Art und Weise. Aber bedeutet auch hier, dieser Tor zum Öffnen, fühle dich außergewöhnlich, fühle dich einzigartig. Mit diesem Bewusstsein, mit diesem Gefühl kommst näher zum Partnerschaft. Jetzt kommt die achten Lebensbereich, was Tod heißt. Natürlich hat das mit Tod was zu tun, auch mit Erbschaft was zu tun, hat auch mit Besitz von Partner was zu tun. Und hier spiegelt noch etwas. Die zweiten Lebensbereich spiegelt sich auch, und das heißt Investitionen, Spekulationen, Ämtern, was mit Finanzen was zu tun. Aber etwas Wichtiges ist hier verborgen, und das ist die Pluto-Energie. Die Erneuerungsprozesse, diese ständige Erneuerungsprozesse. Hier bei Skorpion habe ich schon das erklärt, wie wir die Emotionen verändern können und übergehen auf positiven Gefühlen. Aber bei Pluto-Energie handelt sich nicht nur um Gefühlen, sondern von alles verabschieden, was Kraft und Energie raubt, oder so die Entscheidungen treffen im Leben, von alles loslassen, was wir nicht brauchen. Und das kannst du so vorstellen: wenn wir geboren sind, kommen wir nicht mit leeren Händen. Wir haben was dabei, das sind die Erinnerungen. Was passierte in früheren Leben? Die Seele erinnert sich daran. Ich vergleiche das mit einem Rucksack. Das heißt, wir werden mit einem Rucksack geboren. So kann ich das bildhaft mal darstellen. Und diesem Rucksack ist alles drin, welche Lebenserfahrungen wir schon gemacht haben, welche Erinnerungen wir haben. Dann machen wir unseren Lebensweg, und dann kommen neue Erfahrungen, neue Begegnungen, wieder Gefühle auch noch dazu. Und das fühlt sich, dieser Rucksack fühlt sich. Dann ist irgendwann ist dieser Rucksack voll. Wenn das Probleme gibt, Schwierigkeiten gibt, dann ist unserem Lebensweg zu schwer, weil dieser Rucksack drückt uns, bedrückt uns, weil das zu schwer ist. Und hier dieser Pluto-Thema oder Pluto vermittelt das uns, ja, dann bleiben wir mal für einen Moment stehen und schauen wir an, was ist in diesem Rucksack drin, was brauchen wir und was brauchen wir nicht. Man kann auch aufschreiben, auf welchen Glaubenssätze sollten wir verabschieden, welchen Gewohnheiten sollen wir auch verabschieden, welchen Gefühlen stören wir uns, hindern uns, wie Angst zum Beispiel, welche Gegenstände haben wir im Haus, wo wir ständig da stolpern und brauchen wir nicht, oder welche Kontakte sollen wir verabschieden. Und da haben wir die Liste, und dann können wir das abarbeiten, eins nach dem anderen. Der Vorteil ist, dass dieser Rucksack wird leichter
und haben wir mehr Platz drin. Und somit wird unserem Lebensweg viel einfacher und viel leichter. Und hier hast du die Fischenenergie und handelt sich auch um Gefühle, weil das ist Wasserelement. Das Vertrauen, das Fluss des Lebens. In diesem Stammbild sind es zwei Fischen und sie schwimmen im Wasser. Und Wasser symbolisiert die Gefühle. Die eine Richtung ist, der eine Fisch zeigt die Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Selbstmitleid und alle leiden mit. Und ich bin davon fest überzeugt, dass es gibt Fischengeborenen oder Menschen mit diesem Fischenbetonung, die das auch genießen, weil endlich bekommen sie Aufmerksamkeit. Ein bisschen Streicheleinheit, ein Mitleid von anderen, wie ich schon sagte, alle leiden mit. Und das wird festgehalten. Eins merken sie aber nicht. Das blockiert die Angst und Zweifel und dieses Selbstmitleid, dieses ständige Leid und Jammer. Geht nichts voran, überhaupt nichts, beruflich nichts, finanziell nichts, in die Partnerschaft nichts, dann kommt noch vielleicht Krankheit dazu, geht nichts voran. Und dann kommen die Depressionen oder die Neigung zum Alkohol und oder Drogen, das ist dann Endstation, dann ist vorbei. Und stattdessen sollen wir auf die Gefühle achten und sagen, jetzt mal langsam, so geht es nicht weiter. Jetzt drehen wir um und übergehen wir auf die andere Richtung, auf die anderen Fischenenergie. Und da ist die Reichtum. Da ist die Reichtum verborgen und das ist Jupiter- und Neptunkraft hier. Jupiter bringt auch dazu das Glück und Optimismus und Neptun zeigt die Träume, die Visionen. Und das ist alles möglich. Wenn das realistisch ist, ein Traum, dann wird das auch wahr. Und daran glauben, das zum Vertrauen und dann einfach mal geschehen lassen. Nicht ständig nachschauen, oh wie weit ist das schon, sondern genauso wie wenn man etwas einpflanzt. Man muss auch nicht jeden Tag schauen, ob diese Pflanze wächst oder nicht, sondern man hat dieses Vertrauen, das kommt von alleine. Genau diese Haltung, Vertrauen, das Fluss des Lebens. Und hier passiert natürlich auch Wunder, weil das führt dazu, dass wir eine traumhaft schöne Beziehung haben oder einen Traumberuf oder die Finanzen verbessern sich. Statistisch gesehen, die meisten Bankiere sind im Tierkreiszeichen Fischen geboren und die schwimmen im Geld, weil die haben eine Vision, die können das vorstellen, die Reichtum, und sind auch reich, weil die glauben daran. Und die wissen das auch, die haben diesen Instinkt in sich, die wissen, das kommt von alleine. Und tatsächlich so passiert es auch. Im 9. Lebensbereich sind die Reisen, Ausland, Auslandskontakt, auch Bildung und auch die inneren Reisen, religiösen Themen, spirituellen Themen, wobei ich bin auch davon überzeugt, das hängt auch zusammen, wenn jemand spirituell ist, ist mit Gott verbunden. Und hier hast du die wieder Feuerelement und diese Begeisterung, Begeisterung von Reisen oder Begeisterung von Spiritualität. Manchmal vielleicht zu schnell dafür entschieden, aber du liebst es auch. Und jetzt sind wir im Krone des Baumes, der höchste Punkt des Horoskopes, das zeigt, wie erreichst du deine Ziele? Wie bekommst du Anerkennung und Respekt im Leben? Und wo liegt deine Berufung? Und hier hast du die Stier. Über die Tierkreiszeichen Stier herrscht Venus. Natürlich ist Venus kreativ und liebt auch das Schöne.
die Stierenergie mit diesem Venus-Einfluss verbinde ich oft mit Immobilien, Inneneinrichtung, alles schön gestalten. Und das zeigt Richtung Berufung. Und du brauchst auch diese Ruhe im Arbeit, diese Ruhe, diese Gelassenheit. Das kann auch Selbstständigkeit sein, weil Venus steht in Verbindung auch mit Selbstständigkeit. Und Stier hat auch mit Finanzen auch was zu tun. Also die ganze Geldsystem, Immobilien wäre auch eine Richtung. Die 11. Lebensbereich sind die Hoffnungen und Wünsche, aber auch Freundschaften, und wir sollen mit unseren Wünschen Freundschaft schließen. Außerdem, hier sind auch Gruppen von Menschen, die gleichgesinnt sind, und da die sozialen Kontakte. Hier hast du die Zwillinge, Wunscherreichung, die Hoffnungen, und hier brauchst du Leichtigkeit, das ist die Luftelement, die Zwillinge, auch dieses Spielerische, das zum Erreichen. Und die Zwillinge zeigen auch einen höheren Bewusstsein. Dazu erzähle ich die Geschichte von klassischen griechischen Mythologie. Es gab eine wunderschöne Königin Leda, und Zeus, der Himmelsgott, liebte schöne Frauen und verführte Leda. Und Leda wurde schwanger. Aber Leda war verheiratet mit dem König von Sparta, und von ihm wurde auch schwanger und gebar den Zwillingen, Castor und Pollux. Castor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich, und Pollux war der Sohn von Zeus, also göttlich und unsterblich. Und dann kam die Zeit, wo Castor sterben musste, und Pollux ging zu seinem Vater und sagte, ja, ich will auch sterben, ich kann nicht meinen Halbbruder da alleine lassen, wir waren bis jetzt auch immer zusammen. Und Zeus sagte, nein, ihr braucht nicht sterben, ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat den beiden Zwillingen im Himmel gesetzt, und sie leuchten in diesem Sternbild, Castor und Pollux. Und das zeigt uns etwas. Unsere Seele ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung, also unsterblich. Und wir haben in uns diese göttliche Funke. Das ist Pollux. Und unsere Seele sucht aber einen Lebensweg aus, einen Schicksalsweg hier auf die Erde. Das ist das Menschliche. Und das hat einen Anfang, das ist unsere Geburt, und hat ein Ende, und das ist unser Tod. Also diese Zeit ist begrenzt. Und das ist das Sterbliche, das zeigt Castor. Und Castor und Pollux ist miteinander verbunden. So ist unsere Seele mit uns verbunden. Und wenn wir um unsere Seele kümmern und immer wieder mal nach innen schauen oder meditieren und haben einen Bezug zu unserer Seele, dann erkennen wir etwas, diese göttliche Funke in uns. Und das ist unsere Intuition. Und wenn wir das lebendig machen, dann lässt das alles inspirieren. Das ist göttliche Energie. Und da ist auch das Vertrautheit da. Und dieser großartige Glaube an das Göttliche. Und Glaube versetzt auch Berge. Und so kannst du deine Wünsche, deine Ziele erreichen. Im 12. Lebensbereich sind die tiefen Geheimnisse des Lebens, auch karmischen Themen, auch untersuchen die Ursache an etwas. Und hier sind alle Themen, was im Geheimen ist, alles, was hinter geschlossenen Türen passiert, und auch der Rückzug. Und auch die geheime Feinde. Und hier hast du die Krebs. Die Tierkreiszeichen Krebs ist auch Wasserelement. Hat auch mit unserem Gefühlen was zu tun. Das ist wie die Geburtswasser. Und alles, was geboren soll in dein Leben, alles, was du so vorhast,
und möchtest das in Gestalt bringen, dann brauchst du immer diesen Rückzug und deine Intuition sagt auch, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Handeln und wann ist besser noch im Rückzug bleiben. Und du hast diese tiefe Intuition. Außerdem diese Krebs zeigt auch ein Zuhause. Und hier im Verborgenen handelt es sich um die Zuhause für deine Seele, dein Inneren, wie ein inneren Tempel. Das Gestalten, und das ist möglich, wenn wir meditieren, nach deiner Fantasie, wie du das vorstellst, wo du dich wohlfühlst und zur Ruhe kommst, ob das jetzt eine Blumenwiese ist oder ein gemütliches Wohnzimmer oder eine Tempelanlage. Das musst du bestimmen, wie du das vorstellen kannst. Aber diese Meditation hilft dir, in Kraft zu bleiben und dein Leben gestalten und intuitiv handeln. Sonne befindet sich in deinem Horoskop nach dieser indischen Berechnung in Tierkreiszeichen Skorpion. Und das hast du hier. Du brauchst immer ein Basis, ein Fundament in dein Leben. Und Skorpion ist Wasserelement. Da fest auf dem festen Boden zum Stehen ist bei Skorpion natürlich nicht möglich. Das ist Wasser. Aber deinen Gefühlen, das gibt dir die Halt im Leben. Das ist die Basis, das ist die Fundament. Und mit positiven Gefühlen kannst du dein Leben wirklich schöpferisch gestalten. Und hier findest du auch dein Selbst in diesem Weg. Außerdem ist das sehr mystisch, die Skorpion. Mond befindet sich im Fischen. Und bei Mondenergie handelt es sich um dein Unbewussten, handelt sich um deine Gefühle. Und da braucht diese Transformation, weil das zeigt die achte Lebensbereich. Und das steht mit Skorpion schon in Verbindung. Also hast mit Pluto-Energie was zu tun als Thematik. Aber kommen die Fischen-Einflüsse zu Jupiter und Neptun, diese Weisheit und deine Träume zu verwirklichen, und handelt sich hier um Gefühle, Sonne, Mond, beide im Wasserelement. Und das ist die Gefühle. Aber stehen in Harmonie. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt und zeigt, wie du dich durchsetzen kannst im Leben. Außerdem, Mars ist männlich, zeigt auch der Mann. Mars ist bei dir im Waage. Und für dich ist wichtig die Gerechtigkeit. Und da möchtest du dich immer einsetzen. Aber Waage braucht immer Harmonie. Und Mars fühlt sich nicht besonders gut im Waage. Weil, wenn dir das gelingt, dich durchsetzen, bei anderen, früher in deiner Kindheit auch, gegen Geschwister oder anderen Kinder in die Schule, dann ist die Neigung da, dich zum Entschuldigen dafür, weil eigentlich du willst niemand verletzen, dann brauchst du die Harmonie mit dieser Waage-Energie und möchtest dich beliebt zu machen. Und das ist für dich einen inneren Konflikt. War das richtig, dass ich mal ein bisschen energisch war? Das kommt so aggressiv vor und Waage will diese Aggression nicht. Waage liebt das Schöne, das Harmonische. Und wenn es solche Momente gibt, dann fühlst du dich dabei nicht wohl und neigst dazu, das wieder dich rechtfertigen dafür
oder dich zum Entschuldigen und dass das alles wieder schön harmonisch verläuft. Und das ist der einzige Nachteil hier, wenn Mars im Waage ist. Mars ist die männliche Energie, zeigt auch der Mann. Natürlich mit Waage-Einfluss soll der Mann gepflegt sein, schön aussehen. Du liebst das schöne, gepflegte Mann in deiner Seite zu haben. Und auch die feine Art oder die künstlerische Begabung. Merkur ist auch im Waage. Und dich spricht alles an, was schön ist. Und zeigt auch, du liebst auch Lernen. Ist auch diese Neugier da, besonders hier im dritten Lebensbereich, wo eigentlich Merkur Energie vermittelt. Hier hast du eine starke Merkur, auch diese Neugier da, immer wieder was Neues erfahren, dein Wissen erweitern, du liebst es auch. Auch das zum Vermitteln, Waage ist die Gleichgewicht, das ist für dich auch wichtig, Wissen aneignen, aber auch Wissen vermitteln. Jupiter befindet sich im Wassermann. Jupiter ist die große Glücksplanet und bringt dir Glück in die Liebe, Partnerschaft. Aber zeigt auch die Weisheit, dieses Weisheit, dass du dich einzigartig und außergewöhnlich fühlst, Wassermann-Energie. Venus ist die weiblichen Planet. Mars und Venus ist ein Liebespaar. Mars ist der Mann, Venus ist die Frau, also zeigt unsere Weiblichkeit. Aber Venus bedeutet auch Schönheit, Kreativität, Harmonie. Alles, was schön ist, steht mit Venus in Verbindung. Venus hast du im Skorpion. Du als Frau bist geheimnisvoll und hast erotische Ausstrahlung. Thema Sexualität gehört zum Skorpion. Das ist wieder Pluto-Energie. Also so wirkst du als Frau, so bist du als Frau wahrgenommen. Mystisch, vielleicht ein bisschen undurchschaubar. Geheimnisvoll und hast du diese erotische Ausstrahlung. Außerdem hier im Wohnbereich zeigt auch, wie wichtig das für dich ist, ein schönes Zuhause, schöne gepflegte Zuhause. Saturn ist rückläufig und da hast du karmische Themen. Saturn ist hier in der Zwillinge. Und diese karmischen Themen betrifft die Freundeskreis, dass du das überprüfst in dein Leben, wen kannst du vertrauen und wen kannst du nicht vertrauen. Außerdem hier die Zwillingenergie, das auch verinnerlichen, diesem höheren Bewusstsein habe, mehr auf diesem spielerischen gehen, wobei Saturn belehrt uns, kann auch mal streng sein. Und das ist schon eine gewisse Mischung, diese Ernsthaftigkeit, diese gewisse Strenge, aber doch die Zwillingsenergie, diese spielerische, leichte Art. Und hier handelt es sich um deine Wünsche und Saturn belehrt dich. Leb deinen Wunsch. Leb deine Wünsche, deine Hoffnungen, deine Visionen und bring das in Form. Weil das gibt Halt in dein Leben. Saturn-Essenz, Halt im Leben, etwas in Form zu bringen. Und auch Schutz. Denk an
astromedizinisch, was Saturn bedeutet, unserem Skelett, was uns Halt gibt im Leben, und unserem Haut, was etwas in Form bringt, nicht etwas, unserem Körper bringt in Form und schützt von äußeren Einflüssen. Und du brauchst einen gewissen Schutz in deinem Freundeskreis, dass du nicht jedem vertrauen kannst. Und deine Wünsche leben, weil das gibt dir Halt, und das sollst du in Form bringen, das verwirklichen. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, sorgt auch für unerwartete Ereignisse. Uranus hast hier im Waage und das erlebst in deiner vertrauten Umgebung oder bei Schulungen. Uranus steht auch für Astrologie. Neptun ist in Skorpion und das zeigt die Bedürfnis an ein traumhaft schöne Wohnung oder ein traumhaft schöne Wohnsitz. Das ist für dich so wichtig, weil das gibt dir schon die Basis. Außerdem Venus und Neptun, das ist schon die künstlerische Begabung, etwas gründen und in diese Richtung. Pluto ist im Jungfrau und hat mit Werten was zu tun. Pluto hat ein Prinzip, alles oder nichts. Und wenn dich Thema Geld beschäftigt oder ist wichtig, dann verinnerliche dieses Pluto-Prinzip, alles oder nichts. Und das kannst du auch durch Gefühlen, durch Visualisierung auch praktizieren. Und dann kommt die Jungfrau-Energie dazu, das ist Erde-Element, das im Tat umzusetzen. Und Pluto konzentriert auf dem Wesentlichen. Und das ist für dich auch wichtig zum Erkennen. Und dann kommt die Jungfrau, die kluge Jungfrau dazu, was auch etwas, dieses analytisches Denken, wo gebe ich Geld aus? Nur was für mich wirklich wichtig ist. Alles andere ist Verlust, weil wenn du hier oder dort etwas kaufst, nur weil in Werbung kommt oder nur weil das Angebot ist, das bereust du später. Dieses Geld geht verloren, sondern hier Pluto zeigt, konzentriere auf dem Wesentlichen. Nur das, was für dich persönlich anspricht, was du wirklich brauchst. Und so kannst du die Finanzen in Ordnung bringen, bereinigen. Jungfrau bereinigt etwas und bringt etwas in Ordnung. Jetzt kommt die beiden Mondknoten, Rahu und Ketu. Die beiden bilden sich eine Drache. Drache symbolisiert auch unsere Ängsten. Das erscheint in jeder Mythologie auch. Gibt es auch Sternbilddrache. Und der Drachentöter zeigt uns, wie wichtig das ist, uns von Ängsten befreien. Astrologisch ist dieser Drache getrennt. Es wurde der Kopf abgeschnitten. Dazu gibt es auch eine mythologische Geschichte aus der indischen Mythologie. Und die eine Teil kennen wir schon, die Drachenkörper kennen wir. Das ist Ketu, die absteigende Mondknoten. Das sind karmische Erfahrungen, Vergangenheit, Erinnerungen. Und die Kopf kennen wir nicht. Das ist die aufsteigende Mondknoten. Und unsere Seele in diesem karmischen Weg sucht das. Man könnte sagen, oh, wo ist dieser Kopf? Und im Horoskop ist da sichtbar. Und kann man ganz genau beschreiben, da ist es doch. Und die Richtung schauen, aha, das braucht meine Seele als karmische Erfahrung, das fehlt mir. Also muss ich hier etwas lernen, das aneignen, dann kann ich die beiden Teile miteinander verknüpfen und dann ist dieser Drache wieder eins und es befreit. Dann Ketu, die absteigende Mondknoten, ist im Stier. Also hier hast du schon Erfahrungen, karmische Erfahrungen gemacht und das ist
wie du deine Ziele erreichst. Bei Stier könnte ich vorstellen auch Wohlstand, Reichtum und wie du deine Berufung lebst, wie bekommst du Status. Da kennst du dich aus, das sind karmische Erinnerungen. Und dein Rahu, diesem Drachenkopf, was dir fehlt, das ist im Skorpion. Hier. Und da geht die Reise, die karmische Reise. Das ist dein Zuhause, ein Platz zu finden in deinem Leben, wo du sagst, das ist mein Zuhause, das ist mein Oase. Hier kann ich mich auftanken, das ist mein Kraftort. Hier fühle ich mich wohl, hier fühle ich mich sicher. Hier kann ich alles schön gestalten. Und von hier aus, von diesem Kraft, wächst und dehnt alles. Oder ich gründe etwas. Und das ist schön und kreativ und damit lebe ich meine Träume. Das ist dann hier die Neptun-Energie. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Dazu gibt es auch eine mythologische Geschichte. Chandra ist der Mond und verliebt sich eine hübsche junge, könnte man sagen Mädchen, das ist noch gar nicht eine richtige Frau, sondern macht die erste Liebeserfahrung in ein junges Mädchen. Eine pubertierende Mädchen symbolisiert das. Und dieses Mädchen heißt Rohini. Und Rohini steht in Verbindung zum Morgenröte. Also der Mond verliebt sich an Rohini und macht einen Heiratsantrag. Und der zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm, nun gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst ihre Schwester auch heiraten, alle 27. Und der Mond heiratete alle 27 Frauen und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Und das sind die Tagesbewegung des Mondes. Die Einflüsse kommen natürlich von Fixsternen. Das sind die sogenannten Mondhäuser. Und das schauen wir an, wer wo steht in welchem Mondhaus. Dein Aszendent ist Löwe. Und dieser Mondhaus, wo dein Aszendent befindet, heißt Purva Palguna. Und das zeigt, es war etwas früher. In Vergangenheit. Das kann natürlich deine Kindheit sein, kann auch karmische Themen sein. Und das kommt wieder. Kommt etwas oder jemand zurück von Vergangenheit in dein Leben, aber lass das reifen. Das braucht Zeit, aber glaube an die Vollendung. Weil so erreichst du deine Ziele oder bringst etwas zum krönenden Abschluss. Sonne befindet sich in Skorpion. Hier. Und dieser Mondhaus heißt Anuradha und wird von Akrab bestrahlt. Akrab ist ein Stern in Tierkreiszeichen Skorpion, bisschen oberhalb von Auge. Und die indischen Astrologen sagen, das ist wie die dritte Auge und zeigt hellsichtige Fähigkeiten. Außerdem dieser Mondhaus Anuradha wird beschrieben, hier kann man mit Elefanten reiten, so beschreiben das die indischen Astrologen. Und Elefant ist ein Symbol für Glück und Symbol für Wohlstand, für Reichtum. Und das zeigt dein Lebensweg, deine hellsichtige Begabung, deine Spiritualität. Außerdem, du hast in deinem Lebensweg das Glück und auch Wohlstand vorausgesetzt ist, du glaubst das. Mond befindet sich im Fischen und hier in diesem Mondhaus heißt Uttarapadra und vermittelt dir reinigende Gedanken, reinigende Gefühle. Und nehmen und geben im Gleichgewicht halten. Und verstehen, dass Glaube versetzt Bergen. Mars befindet sich im Waage
Und dieses Mondhaus heißt Vishaka. Merkur ist auch im Waage, steht mit Mars in Konjunktion. Das heißt, sie wirken zusammen. Merkur ist auch im Mondhaus Vishaka. Vishaka ist eine Feuergöttin und hütet den Tempelfeuer. Und dieses Tempelfeuer brauchen wir auch. Unsere Seele wohnt in unserem Inneren. Und unserem Inneren sollen wir auch gestalten wie ein inneren Tempel. Und hier brauchen wir die Tempelfeuer. Und das brennt. Das ist unsere Begeisterung. Das gibt uns auch Wärme. Vishaka verbrennt aber etwas. Alles, was im Weg steht, was stört, das sind die Transformation, die Erneuerungsprozesse, eigentlich Plutokraft. Das heißt, wie bereinigen. Mit Feuerelement kann man auch etwas bereinigen. Jupiter befindet sich im Wassermann und dieser Mondhaus heißt Shatabisha. Übersetzt bedeutet das 100 Angst oder 100 Glück. In diesem Bereich Wassermann sind ganz viele Fixsterne, die Glück bringen, sehr viel Glück. Aber wenn man Angst hat und blockiert man mit diesen Gefühlen, dann kann dieses Glück nicht eintreffen. Und Jupiter zeigt, sei weise. Jupiter ist die Weisheit in uns. Glaube daran, dass du Glück hast. Sei weise und verabschiede von Unsicherheit und von Angst. Dann kann dieses Glück auch kommen. Venus befindet sich in Skorpion, dieselbe Mondhaus Anuradha, wieder von Akrab bestrahlt, die hellsichtige Fähigkeiten vermittelt und auf Elefanten reiten, dieser Glückssymbol und Wohlstand. Saturn ist rückläufig hier in Zwillingen und Saturn befindet sich im Mondhaus Punarvashu und es wird von Sirius bestrahlt. Sirius ist die hellste Stern im Himmel, das ist Glanz, das leuchtet wie Diamant. Und du bist ein ungeschliffenes Diamant. Bring dein Selbst im Glanz. Leb deine Träume. Leb deine Wünsche. Sirius zeigt den Weg und erleuchtet das alles. Uranus befindet sich im Waage und dieser Mondhaus heißt Svati. Übersetzt bedeutet das Selbst. Das ist Sva und Seele, das ist Ati, da kommt dieser Zusammenhang, das kommt von Sanskrit, also leb dein Selbst, kümmere um deine Seele. Dieser Mondhaus wird beeinflusst von Kreuz des Südens. Dieser Sternbild ist im Südhalbkugel sichtbar und hier befindet sich die Südpol. Und Südpol dient zum Orientierung, Nordpol auch, aber du hast im Horoskop diesen Südpol als Orientierung. Außerdem diesem Sternbildkreuz des Südens symbolisiert religiösen Themen und spirituellen Themen. Neptun befindet sich im Skorpion, auch im Mondhaus Anuradha, wieder von Akrab bestrahlt, das ist die Hellsichtigkeit, die dritte Auge und dieser Satz auf Elefanten reichten, das heißt Glück haben und Wohlstand. Pluto befindet sich im Jungfrau, hier Mondhaus heißt Hashta, übersetzt bedeutet das Hand und Handlungen, also du sollst handeln, was die Finanzen betrifft. Und wird von Vindamiatrix bestrahlt. Vindamiatrix wurde bei den Römern verehrt, das ist die Weinleserin und zeigt Lebensfreude, Feste, Lachen, Tanzen, alles was Lebensfreude
betrifft, das vermittelt wie in der Miatrix, machst die Finanzen oder kümmere um die Finanzen, bring das in Ordnung, bereinige das, bring das in Ordnung, aber nicht mit Strenge, sondern mit gewisser Lebensfreude, damit du Spaß hast daran, die Finanzen zu verbessern oder um die Finanzen kümmern. Nicht vergessen, hier im Stier hast du Lebenserfahrungen schon gemacht, das symbolisiert all das, was in früheren Leben du schon erlebt hast. Und Stier hat mit Geld, mit Materie was zu tun, hat mit Finanzen was zu tun. Jetzt noch die Verbindungen. Saturn bestrahlt sehr schön dein Aszendent und sorgt dafür, dass du alles in Ordnung bringst, in Form bringst in dein Leben und auch, dass du Respekt bekommst. Bist du ernst genommen? Mars und Merkur stehen in Konjunktion. Merkur ist der Planet der Kaufleute. Merkur handelt auch. Merkur hat mit Wissen, mit praktischem Wissen was zu tun, aber auch Kommunikation, wenn das um Wissen geht. Natürlich diese Mars-Energie dazu ist die Impuls, dass du da aktiv bist und das willst du unbedingt wissen. Das unterstützt dich. Aber wenn das um Kommunikation geht, und Merkur, Mars, die wirken zusammen, weil sie in Konjunktion stehen. Du kannst das gar nicht trennen. Dann hast du die Mars-Impuls, wow, ich muss das jetzt sagen, vielleicht auch mal ein bisschen lauter. Und dann sagst du das auch, überlegst vielleicht gar nicht in dem Moment, wenn das im Widder wäre, dann würde das passend sein, weil wieder stürmt voran und dann sagt das direkt, dann ist das im selben Element, aber im Waage. Das bereust du immer. Dann sagst etwas zu schnell oder mal laut, vielleicht sogar unüberlegt und dann kommt die Waage-Energie. Oh, jetzt habe ich den anderen verletzt. Oh, das war ungerecht. Ich möchte mich eigentlich beliebt zu machen, dann hast du diesen inneren Dialog und oft versuchst, dass du dann auch gut zu machen oder dich entschuldigen. Die Frage ist, fühlst du dich dabei wohl? Ich glaube nicht. Und da brauchst du diese Mischung. Wenn das gesagt ist, das lass einfach so stehen. Die anderen müssen damit klarkommen. Und wenn das wirklich ungerecht ist und du hast was übertrieben, dann ist das angebracht dafür, dich zum Entschuldigen. Und dann kommt das alles im Gleichgewicht. Neptun und Pluto stehen in einer schönen Verbindung. Das zeigt deine innere Kraft, dass du deine Träume, deine Visionen auch verwirklichen kannst. Und Pluto zeigt auch, was in deinem Inneren noch als Schätze gibt und das ist die Neptun-Einfluss, deine Kreativität, deine künstlerische Begabung. Jetzt kommt etwas von der tibetischen Astrologie und das zeigt hier dieses Bild. Es ist zwar nicht so einladend gezeichnet, aber die ganzen Bilder haben symbolische Bedeutung und das kann ich schon erklären. Wie du nach außen etwas bewirken kannst, hier kommt die Metallelemente, etwas bereinigen, etwas in Ordnung bringen, sorgen für die Gerechtigkeit, eine gewisse kühle Haltung, aber zeigt die inneren Feuer, dein Herzenswärme, deine Begeisterung. Die Zahlen haben hier auch eine Bedeutung. Immer überprüfen, welche Einflüsse hast von außen oder von innen, welche Gefühle spielen eine Rolle und dann aber auch klare Entscheidungen treffen. Und du triffst die Entscheidung. Das ist die Zahl 1. Also lass nicht zu, dass jemand dich unsicher macht oder versucht, diese Entscheidung treffen, sondern du übernimmst es und so klärt sich das alles auf in dein Leben. Und hier in diesem Bild, das ist ein
Holztiger, du bist im Holztigerjahr geboren, aber die Farben haben auch Bedeutung, was dir Sicherheit, Stabilität gibt, wo du sicher sitzt, das ist die Metallelement. Und Metallelement klärt etwas auf. Metallelement sorgt für Gerechtigkeit, faire Handlungsweise und eine gewisse kühle Haltung. Und dein Inneren spielt Erde- und Holzelement eine große Rolle, die Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität, auch die Geduld nach einem langsamen Wachstum. Und hast du etwas Feuer, das ist natürlich dann die Begeisterung. Du kannst andere Menschen gut führen und doch bist du sehr tolerant. Du kannst gut Geschäfte zu machen und hast du auch geschäftlich die richtigen Kontakte. Du brauchst materielle Sicherheit. Das ist für dich sehr wichtig. In der Liebe hast du Glück, wenn du nicht der Partner in Besitz nehmen möchtest und wenn du diesem Gefühl wie Eifersucht verabschieden kannst, dann hast du Glück in die Liebe. Diese Zahlen haben auch hier eine Bedeutung. Dein Glückszahl ist die 5 in Holzelement und das bedeutet, erstmal sorg dafür, dass du Sicherheit, Stabilität hast und etwas beendet hast. Das wäre die Zahl 4. Sorg dafür, dass diese Zahl 4 wirkt. Das erstmal zum Ende bringen, wo du das Gefühl hast, ja, das hat Hand und Fuß, das steht jetzt stabil. Und wenn das fertig ist, dann Schritte machen. Dann stehst du mit dem Zahl 5 in Verbindung. Dann Schritte machen und mit dem Holzelement bewusst zu sein, das ist ein Wachstum, ja, aber ein langsames Wachstum, also brauchst eine gewisse Geduld dazu. Dein Hauptthema in deinem Leben ist die Zahl 8 in diesem Metallelement und die 8 zeigt Höhen und Tiefen und Höhen und Tiefen und davon verabschieden, sondern das im Schwung bringen, wie die Wellen so richtig, wie ein dreh die Zahl 8 mal um. Das ist die Unendlichkeit-Symbol und kommt alles im Schwung. Und dazu noch die Metallelement, das zu bereinigen und so kommst du zum Harmonie. Du brauchst diese inneren Harmonie. Und dein Schicksalszahl ist die Zahl 2. Das ist natürlich auch Partnerschaft oder du brauchst immer etwas, was dir die Bestätigung gibt und die Luftelement. Und das würde ich in Verbindung setzen zum Zeichen Waage. Waage, die inneren Gleichgewicht, die inneren Harmonie oder etwas ausgleichen, vergleichen. Und natürlich die Zahl 2, die Zweisamkeit, die Partnerschaft und dann die Luftelement dazu, dann schenkt dir das auch die Leichtigkeit. Liebe Naraisa, so könnte ich dein Horoskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.